Ein ganz herzliches Willkommen und Hallo auf diesem brandneuen YouTube-Kanal mit dem ersten Video auf diesem YouTube-Kanal. Da ich Computervideos nicht mehr auf meinen Hauptkanal posten werde, weil da gab es ein bisschen Verwirrung, weil dieser Hauptkanal ja eigentlich mehr so Events ist, Thailandreisen, Reiseziele, das passt nicht. Und ich kann das wirklich nachvollziehen, wenn die Leute etwas irritiert sind. Hey, ich möchte Computersachen, bekomme hier ein Thailand-Zeug und umgedreht. Ich hab die Thailand-Sachen abonniert und bekomme hier Computerzeug. Gut, Trennung, alles klar, kein Problem. Die Videos computertechnisch, die jetzt momentan schon drin sind, bleiben auf meinem alten Kanal, auf meinem Hauptkanal, sind aber per Playliste in diesem neuen YouTube-Kanal Computersachen verlinkt. Und alle Computervideos kommen jetzt auf diesen Kanal Computersachen. Kanal liken, Kanal abonnieren, natürlich bin ich sehr, sehr dankbar drum. Gerade als neuer Kanal kann man nie genügend Unterstützung bekommen. Wenn euch das Video zum Schluss gefallen hat, haut doch ein Like drunter und Spendenlink gibt es dann unten in der Videobeschreibung, falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt. Beschäftigen wir uns heute ausgiebig mal mit der Sache kostenlose Internetdomain. Viele benutzen eine private Website, haben die bei Wix irgendwo liegen, keine Domain dazu. Dann hat man Seitenname /wix.com und sonstiges. Dann hat man unendlich lange Internetseiten. Die Dinger sind nicht in Google verifiziert, hinterlegt. Man kann auch in der Suche nichts finden. Das heißt, ihr könnt die tollsten Themen da drin stehen haben. Ihr werdet einfach nicht gefunden. Wie lösen wir das? Wir fangen an mit einer Domain. Und zwar gibt es hier Freenom. Betone an dieser Stelle, habe mir das selber rausgesucht, verwende das selber, es ist keine bezahlte Werbung, ich habe keine Kooperation mit dieser Firma oder sonst irgendwas. Es ist rein Erfahrung und Anleitung. Prüfen auf Verfügbarkeit, welche Domain, das kennen wir bereits von anderen Anbietern, wie es zum Beispiel Strato oder T-Online auch anbieten. Das ist einfach mein Name. Verfügbarkeit prüfen. So, dann, oh, eine hat uns schon ausgewählt, ist gut, die können wir wieder disliken. Und dann sehen wir jetzt einfach, diese Domains sind kostenlos. Ja, da haben wir .tk, .ml, .ga, .cf und .gq. Alle Domains bekommen wir zum Nulltarif, betone aber an der Stelle auch, darauf gehe ich jetzt auch nicht ein, weil ich keine Werbung machen will, aber es gibt auch andere Domains, die ihr günstig, wirklich günstig kaufen könnt auf dieser Seite. Sehr zu empfehlen. Wir nehmen mal ML. Sage ich, möchte ich haben. Seite ist nicht verfügbar. Dieser Bug ist mir jetzt halt bekannt. Ich kenne diesen Bug. Es war schon eine Domäne vorbelegt. Deshalb kommt es hier zum kleinen Fehler. Dann geben wir das direkt ein mit ML dran. Dann haben wir das auch. So, eine Domain in den Warenkorb legen. Dann haben wir sie schon drin. Wir können hier Vorwart des Domain machen und wir können DNS-Weiterleitung der Domain machen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Seiten irgendwo Google-Sites habe oder bei Wix oder GoDaddy laufen lasse, kann ich das entsprechend weiterleiten per Weiterleitung oder DNS-Verbindung. Dann ist das alles am Laufen. Darauf gehen wir dann später im Video ein. Pirate. Wir brauchen 12 Monate. Wir können ja alles Mögliche auswählen. Wenn ich jetzt nur eine Landingpage brauche für eine Veranstaltung, die in 3 Monaten Geschichte ist, dann nehme ich natürlich ein 3-Monats-Paket. Wenn ich nächstes Jahr Weihnachten und Silvester was am Laufen habe, größeres Projekt, dann nehme ich halt ein 6-Monate-Paket. Und wenn ich meine eigene Domain laufen lassen möchte, generell für immer, dann nehme ich das 12-Monate-Paket. Und das verändert ihr dann nach kurz vor Ablauf, da könnt ihr das dann verlängern. Dann Continue. So. Domain, US-Dollar, kostet nichts, kostet gesamt und total kostet es auch nichts. Perfekt. Wir können hier ganz gemütlich jetzt Login machen. Wir verbinden es einfach direkt mit unserem Google-Konto. Wir können uns mit Facebook einloggen oder wir können uns mit E-Mail-Adresse einloggen.
Dann verified meine E-Mail-Adresse. Dann bekommen wir eine E-Mail, wo wir unsere E-Mail-Adresse verifizieren müssen. Gut, das war's. Bei der Verifizierung der E-Mail-Adresse müsst ihr dann natürlich noch Stadt angeben, euer Namen, Telefonnummer, Postleitzahl, Ort. Das war's eigentlich auch schon. Die Registrierung ist hier wirklich super einfach. Muss man wirklich einfach so sagen. Ist eine klasse Seite. Ich habe mich jetzt mal angemeldet hier oben über den Anmelde-Button und habe jetzt hier Hallo Michael stehen. Ihr könnt natürlich auch noch diverse Sprachen auswählen. Ist alles kein Thema. Versuchen wir es mal mit Deutsch. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Übersetzung nicht so ganz der Burner ist. Unter Service finden wir die für uns interessanten Dinge. Wir können ja auch Domain übertragen, erneuern. Wohlgemerkt, wir haben Deutsch. Ne? Also My Domains ist Deutsch, absolut. Das ist bitte zu beachten. Zu registrieren heißt, wir würden jetzt nochmal eine neue zusätzliche Domain registrieren. Das heißt, der andere Weg als den wir gemacht haben, da würden wir halt erst registrieren und dann Domain registrieren. Wir haben aber Domain registriert mit Anmeldung. Und unter My Domains bekommen wir dann die Auflistung des Ganzen. Hier kann man dann natürlich auch entsprechend die DNS managen. Wie gesagt, ich habe sie weitergeleitet über DNS auf Google Sites und ich werde euch das später in einem anderen Video erklären, wie ihr den Google Sites verlinkt. Diese Links habe ich natürlich ausgegraut, da sie für euch nicht interessant sind. Edit Account, hier könnt ihr dann eure Daten komplett eintragen, die ihr zu hinterlegen habt. So, das war's für dieses Video. Damit könnt ihr eure Domain weiterleiten. Achso, ja, weiterleiten, genau, da war noch was. Damit könnt ihr eure Domain dann auch weiterleiten. Wie gesagt, ihr macht das über DNS. Machen wir mal Manage Domain. URL Forwarding. Das ist im Vergleich, also alternativ zu DNS-Weiterleitung, natürlich auch noch eine Möglichkeit. Die einfachere Einstellung, ihr gebt hier einfach eure Internetadresse ein, die ihr verwenden wollt. Und dann könnt ihr sie weiterleiten. Standardmäßig wird hier Frame Clocking Default vorgegeben. Da hat man allerdings schon, also habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, dass es da Probleme geben kann, dass die SSL-Zertifikate nicht durchgehen. Und das würde bei euch bedeuten, ihr habt eine ungesicherte Seite, die ihr aufruft. Viele Browser verweigern da diesen Aufruf. Und selbst wenn ihr nur ein Formular verarbeitet auf dieser Webseite, müsst ihr gesetzlich verpflichtet das SSL unterstützen. Wenn ihr da Probleme habt mit diesem SSL-Zertifikat, dann geht hier einfach Redetect HTTP 301 Forwarding. Dann select das Ganze, set URL und OK ist das. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, das Video, lasst ein Like da, ein neuer Kanal, abonniert ihn bitte, würde mir ein bisschen helfen und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag.